Das kostet eine Heißluftballonfahrt in Kappadokien. Wer kennt es nicht? Hunderte Ballons im Himmel über den schönen Bergen Türkeis. Ein Lebenstraum für viele Reiseliebhaber. Auch auf meiner Bucketlist stand dieses Erlebnis ganz weit oben. Also bin ich nach Kappadokien gereist und war echt überrascht, wie teuer der ganze Spaß war. Um 5 Uhr morgens wird man von einem Taxi abgeholt, das sich dann zu einer Stelle fährt, wo die Ballons aufsteigen. Hier geht man dann mit den anderen Leuten vor Sonnenaufgang in den Korb und es geht los. Wir flogen über die Berge und nach einer halben Stunde ging dann die Sonne am Horizont auf. Ein unfassbar schöner Moment, wo einem auch mal die Tränen kommen können. Die Fahrt dauert ca. 60 Minuten und es ging so schnell vorbei, weil dieses Erlebnis so einzigartig war. Als wir unten dann ankamen, haben die Piloten mit Champagner rumgesprüht. Es gab einen Drink und diese Urkunde für die geschaffte Ballonfahrt. Die Preise variieren hier sehr stark je nach Saison und Nachfrage. Im Winter zahlt man dafür 60 Euro, im Sommer ca. 150 bis 200 Euro und wenn sie Bock haben und die Nachfrage hoch ist, dann setzen sie den Preis kurzfristig auf bis zu 600 Euro pro Fahrt.